Ja, hey, willkommen, mein Name ist Adiroy P. und ich begrüße euch zurück zur Let's Play Tales of Zestiria. In der letzten Folge haben wir die Stadt Damensee erkundet und haben versucht, diesen Fuchstypen zu finden, was wir auch geschafft haben. Aber ja, als er uns, glaube ich, beinahe erledigt hätte, kam so eine mysteriöse Gruppe, von denen ich bestimmt noch nicht weiß, wer dahinter steckt, und ja. Die wollten, glaube ich, irgendwie Alicia ursprünglich ermorden, so wie ich das verstanden habe. Und haben jetzt aber nicht mehr Bock darauf und keine Ahnung. Wir sollten, glaube ich, jetzt ins Heiligtum, sagen wir, okay. Ich dachte, wir sollten an dieser Prüfung teilnehmen. Egal, ist jetzt schon wieder ein bisschen her, seit ich aufgenommen habe, seit der letzten Aufnahme. Wir haben ein paar Arts aber noch bekommen, das weiß ich noch vom letzten Mal. Tiger Blade, da ist oben sehr gut, wie in Graces. Hier haben wir Lunarspannung. Weiß immer noch, ich blicke immer noch nicht so hundertprozentig mit den ganzen Sachen durch, aber es wird schon irgendwie. Ich werde das schon irgendwie lernen. Na, wir haben jetzt immer noch den Titel hier. Eiskalter Schlag, Schmetterzahn. Wahrscheinlich wäre es besser, verschiedene Dinger hier zu leveln, ne? Aber naja, gucken wir erstmal. Werde schon irgendwie damit klarkommen. Haben wir irgendwelche Abilities oder so? Vier haben wir wieder. Machen wir das. Und ich habe übrigens jetzt die Guards DLCs, die im Moment zur Verfügung stehen, runtergeladen. Da wäre einmal ein DLC, was irgendwie eine Geschichte noch von Alicia erzählt. Die kann ich vom Hauptmenü aus spielen. Also nehme ich mal an, es wird so was Ähnliches wie, das kenne ich jetzt nur aus, falscher Knopf, aus Dragon Age. Wo, weiß ich nicht. Du hast dann feste Charaktere oder feste Level und was weiß ich. Und ja. Ich denke mal, so wird das irgendwie ablaufen. Oder ich habe da jetzt nicht drauf gedrückt. Ich wollte erst da drauf drücken und gucken, ob ich dann irgendwie auf den Spielstand zugreifen kann und ich den dann spielen kann mit den Charakteren und so. Aber ich werde das schon irgendwann machen. Also keine Bange. So, wir können einmal dahin und einmal dahin. Also Vorder- und Hintereingang, glaube ich. Gehen wir es mal hier lang. Okay, gut. Der Typ steht da immer noch mit dem Finger. Wir schlitzen uns einfach hier durch. Fertig. Ja, was hast du zu sagen? Hey, du da, Vorderen gibt's nicht. Einer nach dem anderen. Wenn du da mitmachen willst, musst du dich hinten anstellen. Aber Dalli. Zieh meinen Finger übrigens. Pff. Sag mal, schämst du dich eigentlich nicht? Hier sind Kinder und Frauen anwesend. Aha, ekelhaft, der Typ. Dem sprechen wir nie wieder. Dann gehen wir eben zum Hintereingang. Ungefähr da in der Nähe haben wir auch gegen den Fuchstypen gekämpft. Die haben auch gesagt, wie der heißt, aber ich habe ihn schon wieder vergessen. Ich glaube, Luna hieß der, ne? Bin ich mir jetzt nicht sicher. Stimmt, ich habe ja ein Monsterbuch und also was. Macht er Entdeckungen? Schade, die sind jetzt nicht hier so. Doch, hier, Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Keinen verpasst, hoffentlich. Erworbene Fertigkeiten. Attack, Münd. Rangus. Oh Gott, da werde ich doch nie. Oh Gott, das werde ich doch nie auswendig lernen. Erhalten 4. Ja. Gegner. Ja, steht wahrscheinlich immer noch Fragezeichen, ne? Ja. Die Wölfe hier waren bis jetzt sowieso die stärksten Gegner. Mein Spielstil. Wenn du weiter voranschreitest, werden wir verschiedene Kommentare für dich bereithalten. Schaue. Also einfach ab und zu rein. Okay. Bisher geschehen. Über das bisher geschehen, auch so. Ja, stimmt.
Ja, muss man nicht nachgucken. Wir haben es ja gesehen. Mehr über Spiel- und Kampfsystem erfahren. Da sollte ich vielleicht mal nachgucken. Wenn des Parts. Wenn mir irgendwas nicht klar ist. Würde ich auch wahrscheinlich machen. Dann gehen wir hier rein. Na? Kann er Sicherheit durch, oder? Sag doch einfach, dass Alicia in Gefahr ist. Wieso die Prinzessin hier? Anscheinend. Mikleo, deine weisen Worte bitte. Wie bringen wir sie dazu, uns hineinzulassen? Wir müssen einen Weg ins Heiligtum hineinfinden. Ja, nach die vom diesen Händler verbund. Ich habe aber nichts. Sehe schon, wohin das läuft. Wir haben nicht so viel Geld. Aber egal. Upsala. Ja, die Pfeife, den Handschuh, Stachelschweinhaut. Nimm das, verdammt. Ich will aber nichts von den Sachen abgeben. Ja. Gibt auch keine Shops, also die wir machen können, ne? Also die wir zugreifen können im Moment. Können wir noch machen? Ist immer noch da. Der mache ein Objekt zeigen. Nein. Ich will aber nicht die Sachen abgeben. Ich will auch nicht Opas Pfeife abgeben oder ein Messer. Ah. Aber ich kann auch nirgendwo Sachen verkaufen und von Gegnern draußen kriege ich auch kein Geld. Das ist kacke. Na gut. Ah, dann geben wir die Pfeife eben ab. Aha. Aber er hat uns ja die Pfeife extra dafür gegeben. Man wird mir halt immer noch nicht angezeigt. Also wir gehen direkt zu ihm. Ich dachte, die verscherbeln euch jetzt kurz. Also ob die Wache weiß, ob die Pfeife irgendwie was wert ist. Oder so. Wir haben das an den verkauft. Okay, sagt das doch. Jetzt will die andere Wache auch was. Ich bin schlecht.
Was meint er denn mit wir? Ach, klar, er ist verrückt. Wir wollen das Galt halten. Oh, okay. Wir haben etwas, was wir ja Geld nennen können. Ein Ersparnis. Die Dame vom See, was? ここからじゃ祭壇が見えないとか考えてる。つい。おい、ミクリオ。僕の特権だよ。だ、ich sehe sie schon. Unten ist sie doch schon. Na, guck mal, da ist sie auch schon. Die eine kenne ich, glaube ich, auch aus dem Intro. Wenn man hat japanische Intro angeguckt. Auch richtig geil. Arisha! Ja, hi, Srei! Yokuzo Miyako! Hime, Kochirawa? Karega Srei des. Ah. Henkyo no Iseki de Hime o skutta to ni? Srei. こちらはマルトラン教今回の聖剣祭の実行委員長を務めてくださっている。そして私の総術の師匠でもあるんだ。よろしく、スレイです。よろしく、スレイ。スレイ、都へはやはり剣の試練。それだけじゃないんだ。実は その怪しい一団の言うことは事実だ。私のことを心よく思わない者たちは多い。だが、それに臆するわけにはいかないんだ。けど、アリシャ。ありがとう、スレイ。心遣い。本当に感謝する。もうすぐ聖剣祭最後の祭事。上演入党が始まる。最後まで見ていってくれ。 あれが異星者の覚悟か。なんかすごいね。そうだ、それ。剣の台座を見てくれ。Was für ein Sockel hängt das? Ach so, wo das Schwert wahrscheinlich drin ist, ne? Jetzt mal möchte ich. Ich will nicht, dass der schwache Punkt pink ist. Oder lila. Mann! Lass mich doch mal anfassen. Was? Da liegt jemand. みんなには見えてないってことは天族なんだ。彼女と話せなきゃ剣は抜けないんだ。普通の人じゃダメなわけだ。見せるしょんぼいなスピード。電車は本当だったんだ。ミクリオ、声かけてみてよ。僕が？俺だとみんなに変な目で見られるだろ。しかしだな。 人々よ、レディーレイクの人々よ。この数年、皆が楽しみにしていた聖剣祭も世相鑑みて慎んできた。だが今年はアリーシャ殿下のご理解と全面的な協力により開催する運びとなった。最近は異常気象や疫病、不作や 隣国との政情不安など憂い事も多い。だがこんな時代だからこそ伝統ある祭事をおろそかにしてはならないと私は考える。さあ、湖の乙女よ、その力を表したまえ。
湖の乙女よ、我らの憂い、罪をその高き炎で浄化したまえ。 レディーレイクの人々よ、この祭りを私たちの平和と繁栄の祈りとしよう。祈りがなんだってんだ。これで俺たちの仕事が戻ってくるってのか。え、評議会がムグや作物の通商権を占有したのは戦争を追っ始めるためだろう。俺たちを野垂れ死にさせる気か。こんなもんは評議会の自己満足だ。俺たちは Sehr unprofessionell. スレイ来てんだ。行けません。敵に身を任せては。氷河が生まれてしまう。氷河になったのか。人の邪神が汚れる。汚れが氷河の海。このままでは湖の乙女、なんとかできないのか。あなたは浄化の力を持ってるんだろう。天族、それにあなたは私。 Dann mach ich den normalen. を背負うということは、私を宿す器となり、宿命を背負うということ。浄化の力を操り、超人的な能力を得る代償に、人に疎まれ、心を打ちのめされることもあるでしょう。氷河から人や天族を救うため、苦渋の決断を迫られることも。それは想像を超えた孤独な戦いです。それがどうしの宿命。それを今受け入れろっていうのか。そうです。だから君の名前を聞いてもいいかな。 ライダ。ライダ。俺、世界中の遺跡を探検したいんだ。古代の歴史には人と天族が幸せに暮らす知識が眠ってるって信じてるから。俺の夢は伝説の時代みたいに人と天族が幸せに暮らす方法を見つけること。氷河を浄化することで人と天族を救えるなら、それは 俺の追いかけてる夢とつながってるんじゃないかって思う。君は、スレイさん。だからライダ、俺は同志になる。この身を君の器として捧げ、宿命を背負う。私はずっと待っていました。汚れを生まない純粋で清らかな心を持ち、私の声が届く者が現れるなら。 Sehr schön. Anime-Cutscene, Anime-Cutscene. Nice.
Alicia, sagatete. Slay! Kyoma, makase de inda ne? Hm. Nokotta hi o tanomu. Jetzt wird erstmal episch. Ah, schön. Richtig geil. Mit Wölfen habe ich sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Ich lasse mal die hier platt. Ja, ich habe Tiger Blade, genau. Ich muss ehrlich gesagt sagen, die Stimme habe ich jetzt bei ihr nicht erwartet. Wenn ich ganz ehrlich bin, aber funktioniert. Sehr schön. Sie scheint so magiermäßig ausgelegt zu sein. Und mit Karten zu kämpfen. Funktioniert. Halt doch mal. Ja, ist fällig. Ich hab gesagt fällig. Ich hab gesagt fällig. Schön. Irgendwie sind alle geschillt, außer er. Jo. Lady Lake の人々よ。こたびの聖剣祭はこれにて幕とする。さあ皆さん、ご退場なされよ。立ち止まらないでください。進んで、進んで。後日天末を考えた。マルトラン卿もよろしい。What? それではスレイさん、私はあなたの中に戻りますね。あ、うん。俺が器だもんな。不思議な光景だよ。スレイ、どうした？私が入ったせいですね。見込み棒は高熱にうなされると思いますわ。どうして？What? 体に入った異質な力を排除しようとする。人の機能なのでしょう。天族に腰入れした人は大抵寝込んでしまいます。人が器になるとそうなるのか。やば、もうダメ。スレイ、大丈夫なのか。大丈夫くない。ちょっと3日ぐらい寝込んで。スレイ。 OKRest mal, wir kriegen eigentlich nur Erfahrungspunkte. Beute. Nachdem du die Kraft der Reinigung erlangt hast, kannst du Gold und Ausrüstung erlangen, indem du Beute aufsammelst, die Feinde fallen gelassen haben, die du von ihrer Bosheit befreit hast. Okay. Ich muss erst Loot freischalten, wie bitte? Der Weg des Hirten beginnt. Ausrüstungsgegenstände können wir über verschiedene Fertigkeiten verfügen. Versuche deshalb verschiedene Objekte zusammen, in denen du verschiedene Arten von Feinden herausforderst. Ich würde gerne speichern, wenn es geht. Ja. Gut, dann würde ich sagen, ich beende den Part genau hier und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Zestiria. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.